herzlich willkommen heißen zu meinem Leib- und Magengericht Ottfried Ebers, dem ich seit 40 Jahren auf den Spuren bin und den ich auf eigenartige Weise kennengelernt habe. Ich habe erst in der Vorbereitung dieser Veranstaltung in der Einleitung von Frau Lucy Ebers in dem Buch Sophia und Logos oder die Philosophie der Herstellung, es gilt gemeinhin als sein Hauptwerk, da habe ich überhaupt erst entdeckt, dass er unmittelbar vor seinem Tod an einem Buch über die Kabbala gearbeitet hat und wohl davon auch schon eine Reihe Manuskripte geschrieben hat, jedenfalls vorbereitet hat, und er konnte das nicht mehr zu Ende schreiben. Und ich bin selber über 40 Jahre ist es her, durch mein eigenes Kabbala-Studium auf die Idee gekommen, oder ich habe es irgendwie gemerkt, dass da ein Geschlechtertausch stattgefunden hat. Ich zeige Ihnen gleich das Bild. Auf jeden Fall, dadurch, dass ich dadurch immer von den beiden Namen Sophia und Logos gesprochen habe, hat dann eine Freundin in einem antiken Katalog die Bücher von Ottfried Ebers gefunden, und davon ist das eine eben dieses Sophia, Logos und der Widersacher, und das andere heißt Sophia und Logos oder die Philosophie der Wiederherstellung. Und das heißt, aufgrund meines Kabbala-Studiums bin ich an Ottfried Ebers gelangt, und Gottfried Ebers ist gestorben, bevor er sein Werk über die Kabbala schreiben konnte, und ich hätte es wahnsinnig gerne gelesen. Ich möchte gerne, weil Ebers schreibt sehr schwierig, das muss ich schon sagen, hat sehr viele Fremdworte, schreibt auch zum Teil sehr abstrakt, und er schreibt gegen den ganzen Diskurs, wie wir ihn heute kennenlernen. Das heißt, wir erleben da oft unser blaues Wunder, und deswegen habe ich gedacht, dass ich beginne. Ich habe gedacht, ich fange mit Symbolen an, weil die Symbolsprache ist ja doch die einzige Fremdsprache, die jeder Mensch kennen sollte, wie Erich Fromm sagt. Und wir lernen sie ja nicht mehr. Und dieses Symbol, dieses Tai-Chi-Symbol, hat Ottfried Ebers sehr ausführlich geschrieben. Und sehr interessant, wir kennen es alle als Yin- und Yang-Symbol. Wobei die linke Seite, also von hier die linke Seite, die richtige Bezeichnung wäre. Und die rechte wäre die, die wir gewohnt sind. Nämlich auf dem rechten Symbol ist die dunkle Hälfte des Yin, also was jetzt zuerst genannt ist. Und das rechte ist das helle, und das gilt als das männliche, das klar denkende, und das weibliche gilt als das dunkle Prinzip. Während Ebers genau das Gegenteil sagt, er sagt, das Yin-Symbol ist das Erhellte und Erhellende, also das den Mann Erhellende, und das Dunkle ist das Männliche, das bedarf der Erhellung. Und beide haben sie das Gegenteil in sich. Das heißt, das weibliche Yin könnte sich auch verdunkeln, und er würde dann das Patriarchat als eine Zeit der Verdunkelung bezeichnen, während das dunkle Symbol auch das Helle in sich trägt, also Ansprechpartner für Erhellung ist. Und von daher ist es die Aufgabe der Frau, aber dann wäre das Symbol ja kaputt, dann wären sie beide erhellt. So, und jetzt habe ich einfach mal, weil mir diese Ähnlichkeit auffiel, habe ich einfach mal dieses Bild daneben getan, weil dies ist für ihn der Urandrogyn. Das heißt, männlich und weiblich werden in einer Gesamtschau gesehen. Nur, es ist kein duales Symbol, wie es immer wieder heißt. Es ist wohl ein polares, aber es ist ein trinitarisches Symbol. Denn was zählt, ist der Kreis, der das zusammenhält. Und dieser Kreis ist eindeutig, wenn ich es jetzt mal religionsphilosophisch ausdrücke, dann ist es die Urmutter. Die Urmutter oder auch der Kosmos als Urmutter. Wenn wir heute Astrophysiker hören, dann sprechen sie vom gebärenden Kosmos. Das heißt, alles, was dort an Erneuerung stattfindet, ist Neugeburt und Rücknahme. Und dieser Kreis wird praktisch geleugnet in unserer traditionellen Theologie, aber es wird auch das Weibliche im Göttinnensymbol geleugnet. Im katholischen Glauben ist ja noch die Maria
und manchmal auch die Sophia noch ein bisschen im Hintergrund vorhanden, aber Maria auf keinen Fall als Göttin. Das auf keinen Fall. Während hier die Urgöttin weiblich ist und sie bringt das männliche und weibliche Prinzip hervor. Und dieses ist ein Bild von einem, wie heißt der, Kurt Räuber, der hat es in Stalingrad gemalt, da ist er gebeten worden, das ist eine Kohlezeichnung. Und ich finde es so beeindruckend, weil es ist eben dieses große Runde, sie ist einmal das umhüllende Prinzip, sie hat das Männliche, ja, trägt es auf dem Schoß als den Jesusknaben und sie kommt insofern auch doppelt vor. Sie ist einmal der weibliche Pol zum Männlichen und sie ist das umhüllende Weibliche. Dann das zweite Symbol, das ist jetzt ist es eine Einführung in die Kabbalah. Das ist der Sephirot-Baum. Ich habe oben nochmal drüber geschrieben, also an die linke und die rechte Hälfte, Sophia und Logos. Wenn Sie sich jetzt anschauen, ich habe daneben nochmal auf Deutsch, damit wir das vor Augen haben, die ich auch mal die Weisheit, dann Chesed, das ist Liebe, Gnade oder auch Güte. Dann haben wir unten Ewigkeit und auf der von hier aus linken Seite die unterscheidende Vernunft, das ist der Logos. Und da steht dann Din, aber es gibt auch eine Version, da heißt es Geburah. Hier ist es Strenge und Gericht, woanders ist es dann die Stärke. Und unten Ehre und Sieg und Ruhm ist noch dazu. Und in der Mitte haben wir auch eine Bezeichnung Tiferet. Das ist eigenartig, das heißt eigentlich das Selbst. Wenn es Barmherzigkeit heißen soll, müsste da stehen Rachamim. Und Rachamim leitet sich ab von Rechem. Und Rechem ist wieder der Mutterschoß oder die Gebärmutter. Denn auch das Wort Gebärmutter erinnert eben auch an Barmherzigkeit. Das heißt, dieses Modell hat immer eine Entwicklung gemacht. Und je nachdem, wer drauf schaute und die Traditionsmacht oder Definitionsmacht hatte, hat es dann natürlich in der eigenen Art weitergegeben. Wenn ich Sie jetzt mal fragen würde, welche Seite die weibliche und welche die männliche ist, was würden Sie sagen? Sie können sich nicht blamieren, weil Sie legen immer richtig, egal was Sie sagen. Also wer würde sagen, die rechte ist die weibliche? Ich mal hören, deutlicher. Und wer würde sagen, die linke ist die weibliche? Niemand. Die anderen haben also niemand würde auf die linke tippen. Und das ist aber genau der Clou. Von der rechten heißt es, sie ist die vollkommenste Kraft im All. Und nun stell sich mal vor, dass die Kabbalah ist ja, so wie wir sie kennen, ist ja eine jüdische mystische Überlieferung. Und ein gläubiger Jude liest, die rechte ist die vollkommenste Kraft im All, dann kann sie nur männlich sein. Ja, das geht ihm nicht ein, dass das weiblich sein soll. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die will ich Ihnen gleich vorlesen. Das heißt, hier hat ein Tausch festgefunden. Wenn Sie Bücher lesen über die Kabbalah, werden Sie immer lesen, die rechte Seite ist männlich und die linke ist weiblich. Immer. Also ich habe kein Buch gefunden, selbst ein Gershom Scholem wiederholt das auch, steht auch dann drüber, männlich, weiblich. Und er macht zwar eine lange Abhandlung auch über die Sophia, und selbst wenn wir in die Bibel schauen, ist die Frau Weisheit weiblich und nicht männlich. Auf jeden Fall ist es diese Verkehrung, über die ich dann meine Dissertation geschrieben habe, die Weiblichkeit Gottes, weil ich den Nachweis erbringen wollte, dass dieser Tausch stattgefunden hat. Und ich muss sagen, ich hätte das ohne Ottfried Ebergs, hätte ich das Buch nie geschrieben und wäre wahrscheinlich dann überhaupt nicht ans Schreiben gekommen, weil mir damals eine Studienfreundin immer in den Ohren lag, die sagt, hör mal, was du da entdeckt hast, ist doch toll, das ist doch was Neues, da musst du eine Dissertation schreiben. Und ich war überhaupt nicht so gepolt. Ja, ich habe gesagt, oh, pff, da lange hinsetzen. Und ich sage, für mich habe ich es klar, das reicht mir. Warum, ich muss das ja nicht der Welt kundtun. Doch, das musst du. Und ich hätte es nie gemacht, weil es nämlich ein sehr großer Arbeitsaufwand ist und ich stand nicht so sehr auf Arbeit. Und dann hat dadurch, dass ich den Ottfried Ebertz gelesen habe und dann so viel Bestätigung fand von dem, was ich nun alles herausgefunden habe,
Da habe ich gedacht, nee, jetzt schreibe ich. Und ich muss sagen, es hat mir Mut, Kraft und die Selbstgewissheit gegeben, doch, ich kann es behaupten. Und das Eigenartige ist, dass Jahre später, aber auch aus München kam das, aus einem Verlag, Pfeiffer Verlag hieß er, glaube ich, da hat mir der Lektor geschrieben und hat geschrieben, ich habe Ihr Buch gelesen und ich muss Ihnen sagen, ich kann Ihnen gratulieren, weil ich habe dasselbe Empfinden gehabt, aber ich hätte nie die Traute vor der ganzen wissenschaftlichen Welt und einem Gershom Scholem, das ist eben der Kabbalah-Forscher schlechthin, das Gegenteil zu behaupten, das hätte ich mich nicht getraut. Aber, sagte, ich habe einen Freund und der ist eingeweiht in die Kabbalah, weil die eigentliche Kabbalah, die kann man nirgends lesen. Das ist eine Mysterientradition, da wird eingeweiht und schon wenn es geschrieben ist, würde jeder Kabbalist sagen, vergiss es, gilt nicht. Es gilt nur das Eingeweihte und das gesprochene Wort, aber nicht das geschriebene Wort. So. Und dieser Freund von diesem Verleger oder Rektor oder was er war, der hat zu ihm gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre er eingeweiht worden bin, aber sagt er, das letzte Wort, was mein Lehrer gesagt hat, und wenn du an irgendeine Stelle kommst in den Heiligen Schriften und du kommst nicht weiter und du kommst nach 3 Tagen immer noch nicht weiter, dann dreh sie um, denn sie ist verkehrt. Und da hat er gesagt, und sie haben genau das gemacht. Sie haben das Verkehrte umgedreht. Das heißt, in der jüdischen Mystik ist bereits das Wissen drin, dass da eine Verkehrung stattgefunden hat. Aber das darf eben nicht an die Öffentlichkeit dringen. Und darum ist alles, was Sie lesen, behandelt diesen alten Strang, der aber überhaupt gar keinen Sinn macht. Denn ich denke mal, Strenge und Gericht als weiblich und die Liebe als männlich, ich meine, Ottfried Evers würde jetzt sagen, für den Mann ist die Liebe die große Unbekannte. Und nun aber den Mann als den Liebenden oder Inbegriff der Liebe oder der, der über die Liebe aufklären kann, ist natürlich ein Unding. Und auch unten haben wir hier zum Beispiel 7 und 8, Ehre und Sieg, das heißt ja, das ist was sehr Kurzfristiges. Ja? Den Sieg kann ich einen Moment genießen und die Ehre hält auch nicht ewig. Aber auf der anderen Seite haben wir Ewigkeit und Dauer und überall gilt die Frau als das langfristige Prinzip, das eben die Vorausschauende und die Zurückschauende und so weiter. Und das Männliche ist das ad hoc, spontan und jetzt, zack, das machen wir. Das heißt, man kann an allen Polen das ganz deutlich feststellen und das würde sogar in der patriarchalen Philosophie, lässt sich das belegen, egal ob ich jetzt C.G. Jung nehme mit seiner Psychologie oder andere Philosophen, die ganzen antiken Philosophen, wenn ich denen sagen würde, die Weisheit, die Sophia ist männlich, dann würden sie mich an den Kopf fassen. So. Und dann habe ich das nochmal, den hebräischen Baum, den man auch sehr oft sieht, dargestellt. Und da haben sie auch nochmal unten die Beschriftungen, einfach um zu zeigen, dass es eben verschiedene Arten gibt, dieses Modell zu sehen. So. Ich möchte jetzt nochmal den Satz aufgreifen von Herrn Claude. Das waren Sie? Bitte? Ein schöner Zwieland. Bisschen laut. Bitte. Ja, Sie haben ja den Satz auch gesagt, die Geschlechterfrage ist die wichtigste, das gewichtigste Problem der Menschheit. Und dann sagt Eberts noch dazu, alles andere ist sekundär. Das haben Sie weggelassen. Aber ist egal. Ich füge es jetzt nochmal hinzu. Also nur einfach, um zu zeigen, in welchen Dimensionen Eberts gedacht hat und wie ernst er die Geschlechterfrage genommen hat. Und wenn er jetzt, wenn wir etwas sagen von Gleichstellung, würde er gleich an die Decke gehen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt, ja, ich denke, dass ich das jetzt ausmachen kann. Oder wollen Sie das behalten als Anschauungsmaterial? Das ist ja ein schönes Bild. Ja, ist ein schönes Bild. Ich lasse Ihnen das auch gerne. Ja? Auf jeden Fall können wir sagen, wir haben hier, ach so, das andere. In beiden, ich kann es für beide sagen. In beiden ist die androgyne Göttin, denn wenn ich mir jetzt anschaue, was über die beiden Seiten gesagt wird, dann wird es auch deutlicher. Da heißt es zum Beispiel, dass die ganze Sephirot-Lehre, also alle 10 Sephirot, sind Kräfte, die in jedem Menschen sind.
Und der Mensch kann nur ganz Mensch sein, wenn er alle Kräfte verwirklicht, und zwar im Maße, also dass sie an ihrem Ort sind, die Kräfte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nun heißt es, die Linke hat die Potenz, sich zu verselbstständigen und nicht nur das, sich über den ganzen Baum auszubreiten, also ein Machtsystem zu errichten und den Baum und in die eigenen Hände zu bekommen. Und darum heißt es, muss die rechte Seite besonders gestärkt werden, weil sie diese Potenz nicht hat. Denn wenn die linke Seite die stärkere ist, dann bricht das alles auseinander, dann zerfällt es. Und genau das ist eigentlich geschehen, wenn wir jetzt Eberts folgen. Also ich referiere jetzt wirklich nur Ebert. Oder auch wenn wir aus der Archäologie wissen wir, dass es matriarchale Kulturen gegeben hat und dass sie eindeutig friedlich waren und überhaupt nicht an Waffensysteme dachten und dass selbst die ganzen Skelette, die man ausgegraben hat, alle unverletzt waren. Eingeschlagene Schädel findet man zuhauf, Jahrtausende später, aber nicht in der Frühzeit. Und es ist wimmelt von weiblichen Bildern und Skulpturen. Also, der Mensch muss anhand dieses Modells seine eigene Ganzheit entwickeln und gucken, ob alles am rechten Platz ist. Und gleichzeitig ist es aber auch das androgyne Gottesbild. Und man kann praktisch das Göttliche nur in seiner Ganzheit erfassen, wenn man wirklich sich aller Kräfte bewusst ist. Also, dass das alle Kräfte auch meditiert. So, darum, und so heißt es jetzt weiter im Zohar, das ist das heilige Buch der Kabbalah, darum ist ein Geistbild, ich kann auch sagen Gottesbild, aber ich sage jetzt mal Geistbild, so steht es da, ein Geistbild, in dem nicht männlich und weiblich vereinigt sind, nicht himmlischer Art. Oder ich könnte auch sagen nicht göttlicher Art. Das heißt, wenn wir also einen Monotheismus haben, der eine männliche Gottesvorstellung hat, dann ist es kein Gott. Und im Gegenteil, um es jetzt mit Ebert zu sagen, es ist ein satanistischer Gott. Es ist ein Widersacher, weil er ja gegen die weibliche Potenz ist. Und in der Bibel ist ja der Widersacher, ist ja der Satan. Und dann heißt es weiter, in der geheimen Überlieferung finden wir dies bestätigt. So merke, an einem Orte, wo sich nicht männlich und weiblich vereint finden, schlägt der Allerheilige, ich müsste jetzt sagen die Allerheilige, weil es mehr weiblich als männlich ist, ihren Wohnsitz nicht auf. Und auch der Segen findet sich nur an Orten, da männlich und weiblich vereint sind. Da aber der Mensch nun fortwährend gegen dies Vereinigungsgebot verstößt, dass es nämlich ganz viele Orte gibt, wo nicht männlich und weiblich vereinigt sind, daher ist es die Aufgabe des Gerechten, und das ist ja im jüdischen Glauben immer wieder der Gerechte, und letztlich dann auch die Aufgabe des Messias, auf den man noch wartet, diese illegitimen Trennungen aufzuheben. Und wir leiden unter illegitimen Trennungen, das heißt, wir leiden unter Spaltungen, die eigentlich nicht sein dürften. Und Ebert sagt, weil am Anfang diese Spaltung stattgefunden hat, das heißt, am Anfang waren im Matriarchat, sind männlich und weiblich gehören zusammen. Und kein Matriarchat würde darauf auf die Idee kommen, irgendwie die Männer auszugrenzen oder so. Sie leben zum Teil getrennt, ja, aber sie sind eine Sippe und gehören zusammen. Und da das Patriarchat sich nur bilden konnte, weil es sich abgespalten hat und über das Weibliche erhoben hat, darum ist daraus ein System der Spaltungen geworden. Und das spalterische Prinzip ist die Urkrankheit dieses Systems. Man ist so angetreten und man hat das Weibliche ausgegrenzt, ja, bis hin zur Diffamierung. Und von daher sind wir praktisch, haftet die Spaltung an unserem System. Und ich meine, wenn man in die politische Landschaft guckt, Spaltungen ist ja wirklich die Krankheit schlechthin. So, und darum würde nur der Wiederanschluss an das Urprinzip, das heißt, wenn alles seine eigene Position hat, das würde dann das Heil bringen. Was noch interessant ist, dass es heißt, ich hatte ja schon gesagt,
Die Rechte ist die vollkommenste Kraft im All. Jetzt weiß ich nicht, die das geschrieben haben, ob die schon patriarchalisiert waren. Da es ja schriftlich überliefert ist, muss es so sein, weil ein echter Kabbalist hätte das nicht aufgeschrieben, was auch immer. Und dann geht es weiter. Als aber die Linke erwachte, erwachte der Streit. Und durch den Streit wurde das Zornesfeuer übermächtig. Und das ist die 5. Und aus jedem Streit geht die Hölle hervor und die Hölle haftet an der Linken, der sie entsprungen ist. So. Und wenn man diese Worte hört, dann weiß man, dass ein gläubiger Kabbalist im jüdischen Glauben groß geworden unmöglich diese Seite als männlich bezeichnen kann. Das wäre eine zu große Kränkung einfach. Ja? Ich möchte jetzt als nächstes die Äonenlehre von Eberts kurz vorstellen. Er geht von 4 Äonen aus, also Weltzeitalter, Menschheitszeitalter, wie immer wir wollen. Den ersten Äon nennt er, da leben die Menschen auf einer agnostischen Bewusstseinsstufe. Die Gnosis ist die Erkenntnis. Es ist auch eine jüdische, christliche und auch hellenistische Geistesbewegung. Ja? Für Eberts heißt Gnosis immer die weibliche Erkenntnis, weil er sagt, das weibliche Geschlecht hat eine tiefere Erkenntnis als das männliche. Und darum muss die Frau die Belehrende sein und der Mann der Belehrte. Das heißt, er hat aufzuholen. Ich meine, wenn man in der Schule guckt, kann man feststellen, dass wirklich Mädchen früher entwickelt sind. Das kann man in jedem Kindergarten, in jeder Klasse kann man das sehen, dass Mädchen einfach früher weiter sind und früher die Sachen checken. Und wenn ich eine Grundschullehrerin frage, mit wem sie sich im Unterricht am meisten befasst, dann sagt sie zu 80% mit den Jungen, weil die kapieren es nicht. Ja? Sie sagt, einen Auftrag, einen Arbeitsauftrag gibt sie, die Mädchen holen Stift und Heft hervor und fangen an zu arbeiten. Und bei den Jungen muss sie gucken, die haben es entweder nicht verstanden oder sonst was. Ja, eigentlich wollten Sie jetzt... Doch, bitte, Entschuldigung, also es hängt ja ein bisschen vom Schulfach ab, nicht? Wovon? Schulfach. Nein, in der Grundschule noch nicht. Nein, in der Grundschule. Später vielleicht, Sie wollen jetzt darauf hinaus, dass Sie in Mathe, dass die Jungs alle Mathe-Genies sind, aber bei genauerem Hinsehen ist es auch nicht so ganz der Fall. Auf jeden Fall, nein, es ist eine grundsätzliche Erfahrung, die Grundschullehrer machen. Das ist jetzt fächerübergreifend, weil in den ersten Jahren spielen diese Fächer nicht solche Rolle. So. Also das ist der erste Äon. Das heißt, den Menschen fehlt eine tiefere Seinserkenntnis. Für Eberts ist der Mensch dadurch definiert, dass er Erkenntnis und Einsichtsfähigkeit hat. Das sind die beiden Sachen. Und das, sagt er, ist nach seinen Vorstellungen jetzt, ja, ist im Tierreich nicht gegeben. Aber in dem Moment, wo wir unseren Seinsauftrag auch erkennen können, also wofür sind wir auf dieser Welt, in dem Moment sind wir Mensch. Und nun sagt er, die Frau ist als Erste auf ihre Erkenntnis gestoßen, weil sie als Frau anders ausgestattet ist als der Mann. Und rein biologisch sind Frauen auch nun wirklich komplexer. Aber ich meine, wir dürfen heutzutage ja nicht mehr biologisch argumentieren, sondern wir müssen sozial und kulturell argumentieren. Das würde Eberts auch nicht so sehen, weil er sagt, dass aus dem Sichtbaren erschließe dir das Unsichtbare. Das heißt, das Sichtbare gibt Auskunft über das Eigentliche. Und da, jetzt nehme ich mal gleich als Beispiel, wenn wir zum Beispiel die Vereinigung von Mann und Frau nehmen, dann ist es so, dass Ebert sagt, die Frau ist Gastgeberin. Also rein, wenn wir das rein physiologisch sehen, die Frau hat einen Innenraum, in den der Mann hinein möchte. So, das heißt, sie als Besitzerin dieses Raumes kann nur die Einladende sein. Der Mann kann sich nicht selber einladen. Und als Einladende ist sie die Gastgeberin. Und als Gastgeberin bestimmt sie die Modalitäten dieses Zusammenseins. Um es jetzt mal wieder im übertragenen Sinne zu sagen,
Sie legt fest, ob sie ein Vier-Gänge-Menü serviert oder ob sie Salzstangen und eine Flasche Bier hinstellt. Ja? Das ist ihre Entscheidung als Gastgeberin, wozu sie dann einlädt. Das heißt, sie ist die Führende und als die Führende ist der Mann der Geführte und damit ist er ihr Gefährte. Und wenn ein Mann sich an diese Modalitäten, von der Frau gesetzten Modalitäten nicht hält, dann ist er kein Gast, dann ist er ein Eindringling. Und ich muss sagen, ich habe jahrzehntelang ganz viele Frauenseminare auch gemacht und wenn immer ich den Frauen dieses Bild gegeben habe, dann waren sie fast überwältigt und haben gesagt, hätte ich dieses Bild doch früher gehabt. Das ist ja, es ist ja eine ganz andere Vorstellung. Während Frauen ja immer gerade in der Sexualität das Gefühl haben, ja, sie müssen für den Mann da sein, sie müssen, sie müssen, sie müssen. Und Ebert ist eine ganz andere Geistesebene, weil er sagt, er nennt das zoologische Vereinigung, Zoologica Unio, weil es nicht mit der tieferen Erkenntnis ist. Also wir haben auch im Hebräischen, dass der Geschlechtsakt und der Erkenntnisakt mit demselben Begriff benannt werden. Das heißt, Geschlechtsakt ist Erkenntnis. Und er sagt, in unserem Äon, wir sind ja jetzt im männlichen Äon, ist es das nicht mehr. Das ist einfach eine Triebbefriedigung. Das heißt, im Zusammenkommen erkennen sich Mann und Frau nicht mehr in ihrer Tiefe und der Mann weiß auch nicht mehr, dass er von der Frau etwas bekommt und dass sie die Führende sein muss, auch in im Gefühlshaushalt. Ja? Und weil das nicht mehr stattfindet, darum ist die Frau im Grunde genommen eine Vergewaltigte. Er sagt, es ist der Äon der Vergewaltigung. So, wir sind aber jetzt noch beim zweiten Äon. Das ist das Interessante, wir haben in allen Kulturen die Vorstellung von einem ursprünglichen Friedenszeitalter. Es ist egal, ob das bei den Eingeborenen ist oder in welcher Kultur. Überall gibt es Mythen, dass es eine paradiesische Zeit gab, in der war Friede und in der war die Frau das führende, leitende Prinzip. Ist ja ganz klar, weil sie ja von klein auf die Kinder großzieht und damit hat sie ja einen massiven Vorsprung im Grunde genommen. Und das, was hier stattfindet, auch in einem anderen Bild, Taiji, das nennt Eberts das Zweigeschlechterwesen. Ja? Und wir leben im Patriarchat und hier gibt es nur ein Geschlechterwesen. Das heißt, die Frau fühlt sich als ein Geschlechterwesen, der Mann fühlt sich als ein Geschlechterwesen. Und warum, sagt er? Weil der Mann das Geschlechtergesetz bestimmt. Der Mann hat festgelegt, willkürlich, was weiblich ist, was männlich. Und das hat sich ja oft geändert. Dr. Möbius hat noch Anfang des 20. Jahrhunderts sein Buch geschrieben über den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Und ich weiß nicht, fragen Sie mich nicht, wie viele Auflagen das hatte und wie das bejubelt worden ist von der akademischen Wissenschaft. Und dieses Zweigeschlechterwesen war aber Urkategorie und Ursymbol der Menschheit des weiblichen Weltalters. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wenn dieses Ursymbol zerschlagen wird, dass die ganze Orientierung dahin geht. Dass irgendwie alles in Scherben bricht und die Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was Sache ist. Weil jetzt ein anderes, ein männliches Symbol an die Stelle kam. Und wir haben auch noch zum Beispiel in den Überlieferungen, da haben wir überall Geschlechterpaare, Inanna Dumuzi, Ishtar Tammuz. Immer wird das Weibliche erst genannt und das Männliche hinterher. Aphrodite und Adonis, Isis und Osiris, Eva und Adam. Nur das ist so schon im Patriarchat, dass wir nun immer sagen Adam und Eva, weil es ja dann auch behauptet wird, dass der Mann ja zuerst geschaffen wurde. So, dann haben wir Maria und Jesus, wir haben Freya und Baldur und so weiter. Und immer wieder auch dieses Bild, dass der Sohn auf dem Schoße der Mutter sitzt. Es gibt ja auch, ich glaube, das sind dann in den gotischen Figuren, da ist er ja dann schon erwachsen.
Und immer sieht er ihr aus dem Gesicht geschnitten aus. Das heißt, er ist ausgewiesen als Muttersohn. Die Lehre geht aber ganz anders. Da sind Bild und Lehre völlig konträr. Alle Bilder signalisieren, dass Jesus der Muttersohn ist. Die Lehre sagt aber, er ist der Sohn des Vaters. Und sie ist halt nur das Gefäß und Gott brauchte eben dieses Gefäß, um sich seinen Sohn herzustellen. Ja. Aber trotzdem wirkt das Bild nach wie vor, weil es eben ganz tiefe Schichten in der Seele der Menschen anspricht, die noch ganz was anderes sagen, aber das darf nicht ins Bewusstsein treten. Das ist der Punkt. Es muss schon im Unbewussten, es muss latent bleiben. Also ich weiß, als ich zum Beispiel dieses Buch geschrieben hatte, Die Weiblichkeit Gottes, da hat mir eine Frau erzählt, ein evangelischer Pfarrer, sie hatte irgendwie davon erzählt in der Gemeinde oder was, und dann hat er gesagt, das würde ich ja nicht mehr in die Hand nehmen. Weiblichkeit und Gott, wie kann man das in einem Atemzug nennen? Ja? Und wie gesagt, das war in den 80er Jahren, das war nicht vor 200 Jahren. Ja. Und dann sagt Eberts, wenn man jetzt sagt, aus dem Anschaulichen soll das Unanschauliche erschlossen werden, sagt er auch, dass der Leib ist Ausdruck des Geistes. Ein Ausdrucksmittel. Der Geist erschafft sich den Leib, um sich ausdrücken zu können. Ähnlich wie Künstlerinnen und Künstler, die Materialien benutzen, also Pinsel, Leinwand und so weiter, benutzen, um ihre Ideen und Vorstellungen auszudrücken. Wir denken aber umgekehrt. Wir denken von der Evolutionsbiologie her, wir stammen ja nun alle vom Apfen ab und irgendwann dann entwickelt sich so allmählich der Geist. Eberts geht den umgekehrten Weg. Zu Recht weiß ich nicht. So, jedenfalls ist das Weibliche letztlich dadurch, der weibliche Äon dadurch gekennzeichnet, dass das ganze Weltbild, die ganze Lehre, die ganze Welterklärung von der Frau kommt. Nun kommen wir in den sogenannten hoministischen oder patriarchalen Äon. Ich benutze jetzt mal das Wort patriarchal, obwohl Eberts das wahrscheinlich bewusst nicht benutzt hat, weil das Wort den Vaterbegriff enthält. Und wenn man dem Vaterbegriff etwas Positives abgewinnen möchte, dann ist es wieder nicht das, was er meint, sondern Hominismus, das heißt das vermännlichte Weltalter. Da ist nun wirklich der Mann drin, nicht unbedingt der Vater. Das ist der dritte Äon und da trat nun an die Stelle des weiblichen Erkenntnistriebes der männliche Machttrieb. Und diesen Umschwung, den können wir eigentlich noch heute im Paradiesmythos sehr schön verfolgen. Da haben wir, wenn wir Genesis 3 nehmen, also das dritte Kapitel von 1. Mose, dann beginnt es mit der Schlange, die ja das ursprüngliche Weisheitssymbol schlechthin ist und auch ein Heilungssymbol, weil sie jede Form annehmen kann. Sie kann kreisförmig sein, sie kann Spirale, sie kann Welle, sie kann alles, sie kann Linie sein, alles. Sie beherrscht also alle Formen und sie häutet sich. Das heißt, sie kennt das Prinzip des ewigen Lebens. Sie stirbt, verjüngt sich, häutet sich und ist wieder da. Und außerdem weiß man, dass es zum Beispiel in Kreta diese Schlangengöttinnen, die die Schlangen in der Hand hatten, weiß man, es gab in den Priesterinnen-Tempeln, also Göttinnen-Tempeln, Heilungstempel, das waren ja wie Krankenhäuser. Da ging man ja hin, um Heilung zu haben. Und dort hatten die Frauen alle eine Schlangengiftproduktion. Das heißt, sie hatten ihre Schlangenzucht und haben den Schlangen das Gift abgenommen. Das heißt, sie mussten sehr gut mit den Schlangen umzugehen, verstehen, um nicht irgendwie dabei noch gebissen zu werden. Und in diesem Äon ist die Frau Heilerin, Lehrerin und so weiter. Und im vermännlichten Äon wird das aber alles diffamiert. Da finden wir in unserem Mythos den Fall der Schlange. Das ist nämlich der eigentliche Fall.
Die Schlange fällt aus ihrer geistigen Höhe, sie ist ja die erhöhte Schlange, sie spricht mit Eva, sie macht Eva aufmerksam auf den Baum der Erkenntnis und auch die Gnostiker und Gnostikerinnen haben immer wieder die sich in den Schwanz beißende Schlange als dieses Ewigkeitssymbol, das heißt der Anfang muss immer wieder zurück zum Ende kommen, sonst wird es fatal. Und das ist ja nun gerade nicht unser Bild, unser Kreisbild, das ewig Kreisende wollen wir gar nicht, wir wollen Fortschritt, weg, weg, weit, weg, ja. Und diese Schlange, von der heißt es dann, sie wird verflucht, als einziges, sie wird verflucht von Jahwe, dem Gott, der in diesen Garten eindringt, der ihn angeblich geschaffen hat, aber das ist natürlich eine sehr späte Version. Und diese Schlange soll nun auf dem Bauche kriechen, ein Leben lang, und soll Erde fressen. Oder Staub fressen heißt es sogar in manchen Übersetzungen. Nun ist die Schlange immer auf den Bauch gekrochen, die hat nie was anderes gemacht. Und daran sieht man also, aus dem Symbol, aus dem hochheiligen Symbol der Schlange wird nun ein reines zoologisches Wesen. Das heißt, ihre Symbolik, ihre Erhabenheit, die sie ausstrahlte für die Menschen, das wurde jetzt zerstört. Und an die Stelle, des, also ich hatte ja gesagt, dass im Matriarchat eben der weibliche Erkenntnistrieb vorherrschend ist und sie die Lehrerin ist. Und im Patriarchat nun, was passiert? Der Adam wird zur Rechenschaft gezogen, von Jahwe, du hast doch nicht etwa von dem Baum gegessen, was ich dir verboten habe. Das ist eine vorgeschaltete Geschichte, das ist ja immer der Trick, ein uralter Text wird in eine Rahmengeschichte gekleidet und dann hat er andere Wertigkeiten. Ja? Also wenn ich schon von vornherein lese, die Eva hat vom Baum der Erkenntnis gegessen, aber damit hat sie Gottes Gebot übertreten. Dann lese ich das mit ganz anderen Gefühlen und mit ganz anderen Wertvorstellungen, als wenn ich sage, und genau das ist der Auftrag des Menschen. Sie hat den Auftrag des Menschen erfüllt, das heißt, sie hat die Erkenntnisfrucht gegessen, sie hat sich die Erkenntnis aus sich heraus, aus dem Kosmos, woher auch immer, es gibt ja genug Erkenntniswege, sie hat ihre Erkenntnis gefunden und sie hat sie geteilt mit dem Mann. Der Mann hat ja tausende lang seine Erkenntnisse nicht mit der Frau geteilt. Er hat verboten, dass sie Universitäten, Schulen oder sonst was besucht. Das heißt, er war auf alles andere, als irgendwas mit der Frau zu teilen. Ja? Während es im Mythos noch ganz deutlich ist, ja, sie hat geteilt. Und nun wird ihr ihre Weisheit teilen mit dem Mann, daraus wird ihr ein Strick gedreht. Und dann heißt es so, das ist der Strafe würdig. Sie wird bestraft, weil sie mit Schmerzen Kindern gebären soll. Und er wird bestraft, dass er auf dem Acker wurachten soll. Und am Ende wird es doch nichts bringen, Dorn und Distel. Das heißt, damit steckt aber auch gleich die Erfolglosigkeit des männlichen Äons, ist da schon praktisch mit drin enthalten. Und dann wird aber die Frau, bekommt eine zweite Strafe. Das Verlangen soll nach dem Mann sein, weil sie bleibt ja weiter die Liebende, auf den Mann bezogene, was sie immer war, ihn belehrende, aber eben auf eine ganz andere Weise, als wir das heute kennen. Und dann heißt es, er aber soll oder wird, das kann man beides sagen, soll oder wird dein Herr sein. Das heißt, hier wird männliche Herrschaft sanktioniert, als von Gott vorgegeben. Und nun tritt an die Stelle ihres Erkenntnistriebes der männliche Herrschaftstrieb. Das heißt, sie fällt unter das Verdikt des Gehorsams dem Mann gegenüber. Und das hatten wir nun immerhin bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ja? Also, sie soll nicht erkennen, sie soll gehorchen, sie soll tun, was ihr gesagt wird. Und er musste ja auch erstmal unter Beweis stellen, dass er Jahwe gehorcht, was er nicht hat. Das, was die Frau ihm zu geben hatte, war offenbar viel attraktiver, was der Jahwe ihm zu geben hatte. Aber nun wird er belohnt mit der Herrschaft über die Frau. Und nun braucht er praktisch gar keine Erkenntnis mehr. Er ist ja Herr. Er kann ja befehlen. Er kann ja alles bestimmen. So. Das heißt also, hier haben wir die Gefallenheit, das Auseinanderfallen der Mann-Frau-Symbolik und die Vereinseitigung der Macht, der Wille zur Macht des Mannes, ist das alles beherrschende Prinzip im Patriarchat.
Und er vergleicht jetzt und sagt, dass im gnostischen System haben wir Frieden, Harmonie und Liebe. Das sind die tragenden Werte der ganzen Kultur überhaupt. Und man kann es heute noch, wenn man eine matriarchale Kultur besucht, kann man das heute noch sehen, dass diese Verbundenheit der Menschen unheimlich stark ist. Und durch die Aufspaltung wird dieser Urdualismus, nennt er das jetzt, aber es ist ja kein Dualismus in dem Sinne, es ist ja ein Urandrogyn oder eine Urpolarität. Daraus wird nun das Eingeschlechterwesen, das heißt, einer hat die Macht, die andere muss gehorchen. Das heißt also, sie wird ihres Subjektstatus entledigt. Sie ist reines Objekt für den Mann, Objekt männlicher Ausbeutung, Objekt männlicher Macht. Und dadurch ist sie gar nicht mehr voller Mensch. Das heißt, diese Subjekt-Obtrennung, während vorher Subjekt-Obt zusammengehörten. Und dadurch haben wir jetzt ein System von Dissonanz und Zwietracht. Und der Wille zur Macht, dem hatten wir vorher den Willen zur Liebe. Und damit ist ein Kriegszustand erstmal zwischen den Geschlechtern, der sich aber ausweitet auf die ganze Natur. Denn die Frau wurde immer als Naturwesen gesehen und der Mann als Geistwesen. Das Geistwesen ist irgendwie da oben und sie reine Natur und mit dem Geist hat sie es nicht so. Während Ottfried Ebert sagt, der Geist ist weiblich. Und das bedeutet nun erst der Krieg gegen das weibliche Geschlecht, dann aber auch die Männer untereinander, die sind sich auch nicht grün, die bekriegen sich ja, und dann der Krieg gegen die Natur. Und das ist jetzt das Thema, was uns auf den Nägeln brennt, natürlich sehr spät. Und da haben wir auch wieder ein männliches Gebot, ein göttliches Gebot sozusagen aus der Bibel. Und das heißt, macht euch die Erde untertan. In einem matriarchalen System könnte niemals eine Frau, eine Mutter oder wer auch immer sagen, macht euch die Erde untertan. Die Menschen, auch die Männer, denen könnte man das auch nicht sagen, die würden sagen, aber die Erde ist doch unsere Mutter. Wie können wir uns denn unsere Mutter untertan machen? Wir müssen sie verehren, wir müssen sie lieben, aber doch nicht untertan machen. Ja? Aber genau der Satz steht in der Bibel und das schon am Ende von Genesis 1, also erstes Kapitel. Und genau das sind die beiden Eckpfeiler des Patriarchats, die dann mit dem Monotheismus zum Tragen gekommen sind und bis heute wirksam sind. Und Eberts meint, ohne geistige Bindung an das weibliche Geschlecht, ohne das ursprüngliche Wissen der Frau, jetzt füge ich dazu, dass er in jahrtausendelanger Kleinarbeit zerstört und vernichtet worden ist, versank das männliche Geschlecht in eine metaphysische Unsicherheit, die es bis heute daran hindert, eine höhere Bewusstseinsstufe zu erlangen. Das heißt, er würde das, was wir glauben, dass wir so hoch entwickelt sind, würde Ebert sagen, das ist alles Technik. Das ist alles technologisches Denken. Wir haben die Wirtschaft zum Götzen gemacht. Die Wirtschaft dient nicht mehr den Menschen, sondern die Menschen dienen der Wirtschaft. Die Maschine dient auch nicht mehr den Menschen, sondern der Mensch dient der Maschine. Und wenn wir uns angucken, was in der Robotertechnik alles geplant ist für die Zukunft, und wenn man auch glaubt, dass künstliche Intelligenz eines Tages der menschlichen Intelligenz überlegen sein kann, dann kann sich das auch wirklich nur ein männliches Gehirn ausgedacht haben, weil eben das Denken des Menschen, das Fühlen des Menschen ist weitaus mehr als technische Intelligenz. Und das männliche, also dieses männliche Bewusstsein oder auch Unbewusstsein, verneint etwas, was es nicht kennt. Das heißt, jeder Mann würde sagen, ja, also das geht ja nun zu weit. Ich soll von einer Frau lernen. Ja, das ist nur ein bisschen wert. Gleichheit, okay, ja, das gerade noch. Aber anders? Nein, wir wollen doch nicht das Gegenteil haben. Ja, das heißt, man dreht das ja alles verkehrt rum. Während eigentlich, man muss es wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Es ist verkehrt worden. Und diese ganzen Symbole suggerieren etwas anderes. Und er sagt, besäße diese männliche Potenz, er sagt jetzt extra nicht der Mann, weil er will das gar nicht individualisieren, er sieht es systemisch. Das Männliche ist ein System
Und das muss jetzt nicht für den einzelnen Mann immer treffen. Und nicht jede einzelne Frau hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Darum geht es nicht. Es geht um zwei Pole, die sich gegenüberstehen. Besäße er das Wissen vom Absoluten, und das Absolute ist immer dieses Taiji, ja? Männlich-weiblich und das Weibliche, in dem es eingeschlossen ist, das ist das Absolute. Besäße es das Wissen vom Absoluten, so wäre es unmöglich, es zu verneinen. Aber, sagt er dann, aus einer Witterung heraus fürchtet er genau dieses Wissen, das ihm fehlt. Er hat Angst davor, das will er nicht. Sie fürchten sich nämlich davor, sich selbst und die weibliche Potenz in der Einheit des Absoluten zu erkennen. Das heißt, sie fürchten den Geist, der ihrem Wahne, selbst absolut zu sein, ein Ende bereiten würde. Also dürfen sie dieses Ganze gar nicht zulassen. Der Geist hätte dann über die physische Gewalt als Grundlage ihres geschlechtlichen Primats gesiegt. Deshalb ist der Kampf des Geistes gleichbedeutend mit dem Kampf gegen die weibliche Potenz. Und indem nun der geistfeindliche Hominismus, also das Patriarchat, sage ich jetzt mal, oder patriarchale Bewusstsein, das Göttliche als ewige Einheit, weil nur das zusammen oder der ganze Sephirotbaum, wenn eins fehlt, ist es nicht mehr göttlich. Es muss alles zusammen sein, weil es also diese Einheit verneint, bejaht es die ewige Zwietracht. Die Zwietracht, das ist ja das in zwei gespaltene. Muss ich zum Ende kommen, ja? Gut, okay, ich lasse langsam ausklingen. Okay, danke, weil ich vergesse Raum und Zeit, wenn ich dabei bin. Ist auch in Ordnung, ja. So. Und durch die unipolare Verabsolutierung wird nun dieser Hominismus, dieses männliche Prinzip, per se zum Prinzip der Zerstörung. Das liegt nicht an dem einzelnen Willen des einzelnen Mannes oder irgendwelcher Politiker oder so, sondern es ist im Prinzip vom Anfang an im Spalterischen mit drin. Und es ist die unerbittliche Folge der Verneinung des göttlichen Geistes. Und der kann eben nur in dieser Gestalt da sein. Wie die weibliche Potenz, die zur gnostischen Einung führt, der Pol des Lebens ist, so wird der männliche im Kampf gegen sie zu ihrer Bestimmung der Pol der Entzweiung und des Todes. Denn nun muss die männliche Potenz in der Vielheit der Männerhäuser zerfallen, weil die Männer haben ja nun auch nicht ein einheitliches System, weil die Spaltung geht immer weiter. Und von daher, sagt er, ist das Patriarchat ein Geschlecht der Vergewaltigung, das nur die echte Begegnung, wie ich sie beschrieben habe, heilen könnte. Also keine Technik und nichts. So. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen, aber ich werde mich zähmen.